und willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Strehnetz. Immer noch aus meinem Wohnzimmer, das auch weiterhin im Keller von Vodafone steht. Da mein Wohnzimmer glaubt, dass dadurch seine Twitch-Streams priorisiert im Internet verteilt werden, ganz anders als von zu Hause, wo die immer nur normal im Internet transportiert werden. Denn nur hier im Keller von Vodafone sind die Streams auf der Überholspur des Vodafone-Datennetzes, während die Streams von meiner Küche und meines Badezimmers nur normal schnell sind. Was jedoch bei den Streams aus meinem Badezimmer nicht so schlimm ist, denn das will doch keiner sehen, wie mein Badezimmer bei Fortnite wieder abkackt. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf die sogenannte Netzneutralität im Internet. Und genau diese Netzneutralität stellt sicher, dass wir alle gleich schnell im Netz surfen und auch gleich schnell oder bei der Telekom gleich langsam sind, um uns per Stream etwas anschauen zu können. Wie diesen heute doch etwas aus der Zeit gefallenen Werbespot. Sie haben doch bestimmt von mir gehört, sag mal. Damals sollte ich den Wissenschaftlern im Feverwerk etwas vorschwimmen. Na, denen wollte ich zeigen. Schwimmen ist doch meine starke Seite. Nanu, Priel, was haben die vor? Ich bin doch kein Teller. Was soll ich Ihnen sagen? Mit einem Mal bekomme ich einen nassen Bauch. Ich versacke wie ein vollgesogener Schwamm. Peinlich. Eine Ente, die nicht schwimmen kann. Na, die Zuschauer scheinen gar nicht überrascht. Na, endlich kommt die rettende Hand. Brr, war das ungemütlich. Und warum das alles? Ich habe die wunderbare Wirkung des mit Priel entspannten Wassers bewiesen. So wie das mit Priel entspannte Wasser in mein fettiges Federkleid drang, so schiebt es sich unter Fett und Schmutz. Wow, 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 wow. Das Video wirft doch ziemlich viele Fragen auf. Wie zum Beispiel, warum zum Teufel man im deutschen Fernsehen offen eine Ente quälen durfte. Immerhin nur vor 20 Uhr. Bei diesem vermutlich ehemaligen KZ-Arzt jedoch kaum verwunderlich. Nur was will mir die Werbung damit sagen? Dass man mit Priel wunderbar Enten versenken kann? Das wusste ich schon vorher von einem Freund. Nur wurde genau diese Ente Werbefigur für Priel, beziehungsweise ein Klon der Ente, da das Original im Rhein ertrank, denn der war in den 1950ern vollgepumpter mit Chemikalien als ein Fahrer bei der Tour de France. Aber dank der Netzneutralität und einem scheinbar nicht beachteten Urheberrechts können wir uns auch noch heute solche Werbevideos anschauen. Und heute Abend sollten wir uns einmal die Netzneutralität etwas genauer anschauen. Dabei, was überhaupt Netzneutralität ist, woher sie kommt, was für Probleme es damit gab und gibt und abschließend, welche Herausforderungen in der Zukunft auf die Netzneutralität zukommen. Also, was ist Netzneutralität, liebe ARD? Eigentlich sollten im Internet alle Datenpakete gleich behandelt werden. Gleich schnell, egal was drin ist. Ohne, dass auf der Datenautobahn irgendjemand Vorfahrt hat. Das ist das eigentliche Prinzip Netzneutralität. Für die Netzbetreiber würde ein Ende der Netzneutralität viel Geld sparen. Denn dann könnten sie bestimmte Daten drosseln und die Bandbreite auf der Datenautobahn besser, effizienter verteilen, ohne viel Geld für den Ausbau der Netze zu investieren. Die EU hat jedoch verordnet, dass eine solche Drosselung nicht auf kommerziellen Erwägungen beruhen solle. Kein Ausbau der Netze, sondern den Datenverkehr lieber weiterhin über Internetknoten quetschen wie heute? Klingt definitiv nach dem Businessplan der Deutschen Telekom. Wenn man den herunterladen könnte, aber das dauert halt bei deren hyperschnellen Internet mit 56K doch etwas länger. Dass wir aber heute überhaupt ein Internet haben, verdanken wir der Tatsache, dass von Anfang an alle Informationen, also jedes Bit und Byte, gleichberechtigt im Internet transportiert und behandelt werden musste. Keine Datei oder Stream durfte dabei künstlich priorisiert werden auf Kosten anderer Dateien, denn das hätte und würde zu einer massiven Ungleichheit des Internets und dem Zugang zu selbigen führen. Diese Grundvoraussetzung für das kommende Internet entwickelte 1989 der britische Physiker und Informatiker Tim Berners-Lee, der hier gerade stolz die erste Phishing-Mail zum Start des Internets verschicken will. Ohne diese Grundlage hätte sich das Internet niemals so entwickeln können wie heute, ohne dieses Grundprinzip der Netzneutralität. Denn ohne dieses hätte kein Internet-Startup damals wachsen können, da die bis dahin arrivierten Firmen ansonsten dafür gesorgt hätten, dass ihre Dienste immer Vorrang haben würden und sie somit ein Monopol hätten. Zum Glück
ist das ja heute anders. Aber wer hätte sich schon gerne bei MySpace einloggen wollen, wenn das schon 20 Minuten gedauert hätte, weil die Telekom ihr soziales Netzwerk namens Telekom Rhein priorisierte? Keiner. Allerdings wäre Telekom Rhein sehr schnell dem Jugendschutz zum Opfer gefallen. Und trotzdem würden wir auch dann von der Telekom immer noch vollgespammt werden mit deren Werbung. Egal, ob man die haben will oder schon lange tot ist. Denn das kann die Telekom auch heute noch ganz gut, da die immer noch meiner Großmutter Werbung schicken, ob sie nicht mal langsam auf schnelle Internet umsteigen will. Keine Ahnung, wie die Netzabdeckung im Jenseits so ist, da sie seit mehr als 30 Jahren tot ist. Scheinbar nicht so gut, weil sie sich ja niemals meldet. Aber dank der Netzneutralität konnten gerade junge Startups massiv wachsen. Wie Facebook, Twitter, Amazon oder Google. Gar nicht auszudenken, wie die Welt wäre, hätte nicht jemand wie Mark Zuckerberg, dessen Wachsfigur wir hier bei Madame Tussauds sehen können, ein Unternehmen wie Facebook aufbauen. Wie, das war gar nicht seine Wachsfigur bei Madame Tussauds, sondern ein echtes Bild von ihm? Das erklärt zumindest, warum er nie unter einer Lampe steht oder Sonnenlicht meidet, nur um nicht zu schmelzen und dann auszusehen wie der Terminator. Aber nicht der coole, sondern nur der aus der ersten fehlerhaften Produktion. Jedoch wurden mit der Zeit die Datenpakete, die im Netz unterwegs sind, immer größer, während die Bandbreite viel zu langsam breiter wurde. Weshalb es noch heute immer wieder passiert, dass Filme oder Serien ruckeln oder nachladen, wenn man gerade einen Stream auf Netflix schaut oder auf kino.to. Was man nicht dort machen sollte, denn bei kino.to sind nur raubkopierte Filme, was ich nicht unterstützen kann. Außer bei Filmen und Serien von Marvel, weil die so scheiße sind, dass selbst die von Disney auf Server von kino.to zurückgreifen, weil denen ihre eigenen Server zu schade sind für diesen Scheiß. Aber wie könnte man das Ruckeln und Nachladen vielleicht umgehen, ohne großes Breitband auszubauen? Ja, Angela da hinten, du hast eine Wortmeldung und auch sogar mal eine Idee, wie man das machen könnte? Dann hat sich immerhin der Senioren-IT-Kurs an der Volkshochschule doch gelohnt. Und es geht um das wichtige Thema der Netzneutralität. Und hier hat die Bundesregierung jetzt sich auf ein gemeinsames Verständnis zusammengerauft, will ich mal sagen. Denn wenn Sie das fahrerlose Autofahren haben wollen oder wenn Sie bestimmte telemedizinische Anwendungen haben, um nur zwei Beispiele zu nennen, dann müssen Sie natürlich eine fehlerfreie und immer gesicherte Datenübertragung haben. Ansonsten können Sie diese Anwendung überhaupt nicht durchführen. Und deshalb brauchen wir beides, das freie Internet und das für Spezialdienste sichere, sichere qualitätssichernde Internet. Okay, sie war also doch nicht bei dem Senioren-IT-Kurs an der Volkshochschule. Denn da hätte hier echt jemand Netzneutralität so aufgeschrieben, dass sie nicht Netzneutralität hätte ablesen müssen. Außerdem, fahrerloses Autofahren in 2014? Was kommt als nächstes von Angela Merkel als Idee? Vielleicht medizinisches Equipment lagern, falls mal eine Pandemie kommt? Nur darum ging es nicht, sondern 2014 war die Idee, eine Überholspur zu schaffen für wichtige Dienste, damit diese nicht im Datenverkehr hinter anderen wichtigen Dingen wie Katzenvideos oder Bildern auf Facebook hängen bleiben. Jedoch nicht für alle eine Überholspur, sondern nur für den, der bereit ist, dafür auch zu bezahlen. Das hier ist immer noch der Kapitalismus und nicht ein hedonistischer Häkelverein. Gerade noch die Kurve bei Hedo irgendwas bekommen. Und man kann die damalige Bundesregierung auch verstehen, dass sie das vorhandene Internet gerne in eine Normalspur und eine Überholspur verändern wollte. Denn sind wir mal ehrlich, der Breitbandausbau 2022 ist jetzt nicht signifikant weitergekommen als 2014 oder 1814. Um nur diesen notwendigen Ausbau besser zu finanzieren, hätte sich das gerade für die beiden großen Internetprovider Vodafone und die Telekom gelohnt. Denn damit hätte man den eigenen Ausbau querfinanzieren können. Und zufälligerweise hatte auch die damalige Digitalministerin der Europäischen Kommission Nelly Kroes, die hier gerade Karl Theodor zu Gutenberg als Berater der EU, bei Digitalen präsentierte, das Thema Netzneutralität auf ihrem Tisch. Was übrigens eine brillante Wahl war. Also nicht die Sache, mit der Netzneutralität einer 70-Jährigen anzuvertrauen, sondern Karl Theodor zu Gutenberg zum Berater für Digitales zu machen. Denn
Wenn sich jemand mit Dingen wie Google oder wie Google ich mir einen Doktor zusammen auskennt, dann Karl Theodor zu Gutenberg. Genauso gut, wie als wenn ich Fragen zu unserer Demokratie habe und dann Attila Hildmann um Rat bitte. Jedenfalls saß die EU 2013 an einem Gesetzespaket, bei dem es eigentlich um die sogenannte Roaming-Gebühr ging. Die gab es früher und machte das Telefonieren innerhalb der EU scheiß teuer. Dementsprechend wollte die EU diese Gebühren abschaffen, wie leider auch gleich die Netzneutralität des Internets nebenbei. Nur hatte man scheinbar die Rechnung nicht mit den Europäern da draußen gemacht, denn eine Überholspur im Internet würden am Ende wir, die Nutzer, bezahlen. Dementsprechend formierte sich die Save the Internet-Bewegung, deren Homepage übrigens 2014 noch aussah wie 1914 über AOL zusammengebaut und am Ende gingen hunderttausende Menschen auf die Straße, um für die Netzneutralität zu demonstrieren. Und die EU-Parlamentarier wurden mit ihren eigenen Waffen geschlagen, nämlich indem man ihnen 40.000 Faxe schickte. Denn mit E-Mails kann sich da keiner aus, leider dank Digitalberater Karl Theodor zu Gutenberg. Sodass 2016 die EU und auch die Bundesregierung die EU plötzlich Netzneutralität total gut fand, festlegte, dass die Netzneutralität unantastbar wäre. Zumindest vorerst. Dass so etwas auch schnell in eine andere Richtung gehen kann, konnte man leider bereits in den USA sehen. Dennoch hat die US-Telekommunikationsaufsicht heute mit 3-2 Stimmen die Lockerung der von Präsident Obama eingeführten Regeln beschlossen, unter Leitung des von Trump eingesetzten Behördenchefs. Es ist nicht Aufgabe der Regierung, Gewinner und Verlierer im Internetmarkt auszuwählen. Es ist Zeit, zu den laxeren Regeln zurückzukehren, unter denen das Internet vor 2015 florierte. Große US-Netzbetreiber wie Comcast oder Verizon könnten Internetgiganten wie Netflix oder Google künftig Gebühren für die schnellen Leitungen abverlangen. Extrakosten, die am Ende wohl die Nutzer tragen müssten. Ajit Pai, der damalige Chef der FFC, war übrigens zuvor Anwalt, wenig überraschend, bei Verizon gewesen, einem der größten Gewinner des Endes der Netzneutralität in den USA. Aber immerhin war es noch besser als sein Vorgänger Tom Wheeler, der zuvor Cheflobbyist diverser Kabel- und Providerfirmen war und dann genau diese als Chef der FFC kontrollieren sollte. Damit war er quasi der Ronald Pofalla der USA. Der hat das nur andersrum gemacht. Der war Chef des Bundeskanzleramtes, bis er die Politik verließ, um dann Cheflobbyist der Deutschen Bahn zu werden. Die Spoiler, dem Bund gehört, was soll man da schon groß lobbyieren? Zudem soll Roland Pofalla schon vorher im Bundestag mit einer unpassenden Ausdrucksweise aufgefallen sein. Klingt skandalöser, als es vermutlich war, denn er soll Karl Theodor zu Gutenberg als Rumpelstilzchen bezeichnet haben. Also da fallen mir bessere Bezeichnungen ein, wie Arschloch. Oder Klon von Jens Spahn, nur in hässlich. Ja, das geht. Ilka Steinbach, ehemalige CDU-Abgeordnete und heutige AfD-Abgeordnete, die Hans-Georg Maaßen aussehen lässt wie einen radikalen Linken, warf Roland Pofalla sogar Mobbing vor. Ilka Steinbach, die jahrelang Präsidentin des Bund der Vertriebenen war und hier noch einmal den anwesenden AfD-Mitgliedern erklärt, warum der Historiker Erich Später den Bund der Vertriebenen zu Recht als NS-Nachfolgeorganisation bezeichnet, soll gemobbt worden sein? Wenn man sich ihre Tweets anschaut, dann ist eher sie die, die mobbt. Viel Spaß kann man da nur ihren Kollegen bei der AfD wünschen. Wobei, die stehen ja auf diesen Typ Übermenschen. Natürlich ist die europäische Netzneutralität Unternehmen wie der Telekom oder Vodafone immer noch im Dorn im Auge. Also suchten beide Möglichkeiten, diese doch etwas auszuhebeln. Wie zum Beispiel durch das sogenannte Zero Rating oder auf Deutsch Nulltarifoptionen. Zwar klingt Zero Rating eher nach dem Rating von russischen Staatsanleihen und Nulltarifoption wie bei Russland und seinen Kriegen, aber es beschreibt Dienste, die ein Internetprovider seinem Kunden anbietet, die jedoch nicht dessen Datenvolumen belasten. Diese Dienste können zum Beispiel Musik oder Videostreams sein. Natürlich nur von Partnern des Internet-Providers. Das war bei Vodafone der Vodafone-Pass
und bei der Telekom Stream On. Sehr kreative Namen, da hat ein Praktikant bestimmt, wenn nicht sogar, seine Mittagspause für vergeudet. Und wenig überraschend kam dann, dass das EuGH entschied, dass Dienste wie diese gegen die Netzneutralität verstoßen. Nur wie immer bei diesen Sachen haben sowohl die Telekom als auch Vodafone schon lange vor dem Urteil ihre Geschäftsbedingungen angepasst und können so immer noch diese Dienste anbieten. Und das bringt uns direkt zur Zukunft der Netzneutralität. 2013 und 2014 sind Hunderttausende auf die Straße gegangen, um für das freie Internet zu kämpfen. Was funktionierte? 2019 sind Zehntausende auf die Straße gegangen, um gegen die EU-Urheberrechtsreform zu demonstrieren. 2021, als die alte Bundesregierung das im Bundestag auch für uns legitim machte, ging keiner mehr auf die Straße. Und keiner hat sich an Hashtag nie wieder CDU gehalten, weil, Spoiler, klassische CDU-Wähler nicht aus den Altersheimen gerollt sind und gegen die EU-Urheberrechtsreform protestierten, weil sie damit nicht mehr streamen könnten, sondern weil der CDU ihre Wähler einfach weggestorben sind in den 4 Jahren bis zur Wahl. Und die wachsen definitiv nicht auf Bäumen, da leben ja schon die AfD-Wähler drauf. Und Erika Steinbach, Respekt in ihrem Alter, noch auf einen Baum zu kommen. Das schaffe ich nicht mehr und ich bin 24. Und da wohnen wir scheinbar alle drauf, als dann 2021 die Internetprovider um die Telekom und Vodafone eigene Netzsperren durchgesetzt haben, außerhalb jeder Judikative. Nur war auch deswegen keiner mehr auf der Straße und hat demonstriert. Und ohne viel zu spoilern, aber die Netzneutralität hört zudem am DSL- oder Kabeleingang auf. Denn danach sortieren andere für uns das vor, was wir lesen, sehen, hören oder sogar denken sollen. Weil sie ganz genau wissen, mit was sie uns auf ihren Plattformen halten können und priorisieren somit selber, was sie über die Datenbahn schicken und was nicht. Dementsprechend haben wir schon lange die Netzneutralität verloren. Nur entweder haben wir das nicht einmal mitbekommen oder es war uns einfach nur egal. Brave new fucking Internet. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sind's wieder in einer Woche, dann mit einer neuen Ausgabe der Late Day News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.